Die legendärste Rockparty zum 80. Geburtstag von Tina Turner. Das haben sich die beiden Inhaber von Mocha Mio in Wien-Passing einfallen lassen. Nadia und Roland wollen mit ihrem Frühstückscaféhaus mitten im Eduard-Gadra-Park ihre Gäste nicht nur mit einem freundlichen Lächeln und jeder Menge Gaumenfreude glücklich machen, nein, sondern sie tüfteln das Jahr über immer wieder neue Highlights aus. In monatelanger Vorbereitungsarbeit haben sie es nun geschafft, die Songs der Rocklegende Tina Turner unter der Leitung von Luigi Keinrad mit seiner Rockgruppe Legends of Rock zum Mocha Mio in den Park zu bekommen. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, die ersten Gäste trudeln ein. Für Speis und Trank ist gesorgt, also können die Breirocker als Vorband schon einmal richtig einheizen. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Tina die Show. Oh,
absolute Wahnsinn regierte heute das Rockin' Park Fest von Mocha Mio. Und nachdem die Gäste nicht nur die Feste, sondern auch das Mocha Mio selbst lieben, bleiben sie einfach nur ein paar Stunden im Heiserl rucken. Jetzt haben wir die zwei Chefs von den Bands beieinander. Das eine ist der Stefan, das andere ist der Luigi Kölnrath. Stefan von den Köritz, Rockin' Park 2019, die erste Auflage. Was sagst du dazu? Also uns hat es extrem taugt, sowohl spielen als auch die Veranstaltung an sich. Und da sage ich gleich mal Danke an dich, dass du das wirklich den Mut gehabt hast, da sowas zu machen das erste Mal. Rockin' Park 2019, was hältst du davon? Ja, was eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich für dich, dass es leibend gerannt ist, dass die Leute geblieben sind. Du hast gesagt, dass die Band überzeugt hat, weil sonst waren die Leute im strömenden Regen gestanden und waren heimgegangen. Definitiv. Großes Lob an unsere Fans. Let's rock!